Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Ja, ihr wisst es, auf meinem Kanal packe ich immer wieder mal solche Survival-Packs zusammen. Und heute stelle ich euch eine der coolsten Dosen vor, die ich bisher überhaupt so zusammengesetzt habe. Ja, legen wir gleich mal los. Die Dose hat die Maße von etwa 14 cm auf, sagen wir, 10 cm. Und eine Höhe von etwa 5 cm. 14 mal 10 mal 5 cm. Und ihr seht es schon, wenn ich jetzt meine Hand daneben halte. Es hat ungefähr die Größe meiner Hand. Passt also wunderbar da rein. Das zeigt also, das Ganze ist wunderbar leicht zu verstauen und passt in jeden Rucksack, in jede Tasche. Aber das Coolste ist halt, was da alles reinpasst. Hier außenrum habe ich jetzt einfach mal Paracord gewickelt, damit ich das nicht auch noch in die Dose reinpacken muss, denn das nimmt erstens viel Platz weg und zweitens habe ich so noch etwas mehr Sicherheit, dass die Dose nicht aufgeht. Aber ihr seht es ja, an der Dose sind seitlich solche Klipper angebracht. Das heißt, ihr seht, also die Dose hält zum einen auch nur mit den Clips. Und das Coole ist natürlich, dass die Dose außerdem wasserdicht ist. Ich weiß jetzt nicht bis zu welcher Tiefe. Hier ist so ein kleiner O-Ring einfach außenrum angebracht. Ich denke mal, es reicht auf jeden Fall, um im Regen und so weiter standzuhalten. Eine Flussüberquerung wäre ich vorsichtig mit. Eventuell die ganze Box nochmal in so einen wasserdichten Beutel reinpacken. Dann seid ihr auf jeden Fall auf Nummer sicher. Dann habt ihr hier noch so zwei Ösen, wo man vielleicht kleine Karabiner ranmachen kann, damit man sich das Ganze so komplett direkt an den Rucksack hängen kann. Aber jetzt endlich mal zum Inhalt. Das heißt, ich klappe das Ganze hier mal auf. Die Dose gibt es übrigens in verschiedenen Farben. Ich habe jetzt schwarz genommen, weil schwarz die günstigste Dose von allen war. Gibt es aber auch in Orange, in Grün, in Rot und vieles, vieles mehr. Es gibt die auch in verschiedenen Größen. Das war jetzt meiner Meinung nach die handlichste Größe, also was noch gut zu verpacken ist. Es gibt die aber auch bis fast DIN A4 Größe. Dann habt ihr so eine Riesenbox. Das ist natürlich toll, wenn ihr irgendwie zum Beispiel Kamera-Equipment oder sowas transportieren wollt und das noch irgendwie zusätzlich schützen möchtet, dann bietet euch die Box hier noch etwas mehr Schutz. Ja, was haben wir hier drin? Also zum einen zwei Rettungsdecken. Zwei aus dem Grund, eine, in die ich mich einwickeln kann, um mich vor der Kälte zu schützen oder im Sommer auch vor der Hitze zu schützen. Man kann ja auch damit die Hitze vom Körper fernhalten. Und das zweite Set ist dafür gedacht, dass ich mir so einen kleinen Tarp damit aufstellen kann. Das ist dann zwar kein großer Tarp, aber es reicht zum Beispiel beim starken Regenguss, dass ich das kurz abspannen kann. Ich kann es alternativ als Poncho nehmen, indem ich es mir einfach über den Kopf halte und dann damit spazieren gehe. Zwei Rettungsdecken, dann natürlich Pflaster, einmal ein Fingerpflaster, ein normales Pflaster. Ein Reinigungstuch kann man, ja, zum Reinigen einer Blutwunde würde ich es jetzt nicht unbedingt nehmen, aber man kann auf jeden Fall, wenn man sich irgendwo nur gekratzt hat, kann man damit die Wunde säubern oder einfach natürlich, um ein Objektiv mal vorne sauber zu machen oder aber die Brille. Wobei man aber auch damit natürlich aufpassen muss, denn man könnte die Beschichtung zum Beispiel eines Objektives damit beschädigen. Also bei sowas immer vorsichtig sein. Ich habe es in erster Linie dabei, um mal eben zum Beispiel mein Messer sauber zu machen, wenn ich mir gerade irgendwo Kienspan geerntet habe. Dann die Victorinox Swiss Card. Passt optimal in das Set, hat so gut wie eigentlich nichts an Größe. Hier drin ist zum einen eine Schere, wir haben hier eine kleine Klinge, eine Lupe, dieses kleine Toolwerkzeug mit verschiedenen Schraubendrehern, Kreuz wie auch Schlitz. Natürlich darf hier drin nicht fehlen die Pinzette, der Kugelschreiber und ich habe hier die Light-Version, also die Lichtversion. Man sieht es jetzt leider hier nicht, weil hier alles hell erleuchtet ist, aber hier ist ein kleines Licht drin. Das sorgt halt dafür, dass ich im Notfall noch etwas Licht habe, wenn denn die Batterie ausreichend voll ist. Und hier auf der Rückseite ist übrigens noch so ein kleines Lineal, wenn man das denn gebrauchen kann. Hier habe ich zwei Tüten mit Hühnerbrühe, auch immer gut. Kann man sich schnell was zu trinken machen und liefert gute Nährstoffe. Tabletten gegen Durchfall, Schmerztabletten und Allergietabletten. Dann habe ich hier noch drin
5 Wassereinkeimungstabletten. Finde ich auch immer sehr gut. Micropur Forte kennt wahrscheinlich jeder. Aber 5 Tabletten reichen auf jeden Fall aus, um damit 1-2 Tage easy auszukommen. Dann habe ich hier noch reingepackt, eben weil es der Platz zuließ, etwas Kienspan. Könnte man natürlich auch, wenn man in einer weltlichen Gegend unterwegs ist, selber irgendwo ernten. Aber so hat man es direkt dabei, ohne großartig suchen zu müssen. Dann habe ich hier noch etwas Neodymschnur, sei es zum Angeln, sei es um damit Fallen zu bauen, sei es um irgendwelche Löcher an der Hose damit zu verknoten oder ich sag mal zu nähen. Draht, genau aus dem gleichen Grund, damit kann man sich zum Beispiel für einen Dreibeingrill oben zusammenwickeln, dass es ordentlich hält. Man kann es verwenden, um das Tarp zum Beispiel auch damit abzuspannen. Da muss man halt die Schnur nicht dafür hernehmen. Das geht hiermit genauso gut. Oder auch, um irgendwelche Löcher im Zelt notdürftig zu flicken. Draht ist immer eine gute Idee. Ein Knicklicht. Ich habe mich hier für rotes Knicklicht entschieden, weil wenn es dunkel ist und man schwenkt das hin und her oder man kann es auch an die Schnur binden und dann im Kreis schwingen, dann erreicht man mit einem roten Knicklicht auf jeden Fall viel mehr Aufmerksamkeit, als wenn man einfach nur ein gelbes Licht nehmen würde. Ich würde da außergewöhnliche Farben nehmen, also Farben, die auch wirklich auffallen, sei es rot, sei es blau. Das sind Farben, die kommen so in der Natur nicht so häufig vor. Und ein gelbes Licht oder ein weißes Licht, naja, viele sind mit Taschenlampen unterwegs und man würde damit vielleicht gesehen werden, aber man signalisiert damit nicht unbedingt direkt einen Notfall oder dass man Hilfe braucht. Deswegen habe ich mich hier für rotes Knicklicht entschieden. Dann mein Victorinox Swiss Champ. Ich glaube, das brauche ich gar nicht so ausführlich vorzustellen, aber hier ist auf jeden Fall eine große und eine kleine Klinge drin. Es ist eine Feile dabei, es ist eine Säge dabei. Ja gut, dieses Fischwerkzeug, um Schuppen zu entfernen, das brauche ich jetzt nicht zwingend. Die Schere hat man schon. Dann ist hier auf jeden Fall noch dabei diese kleine Zange. Die kann auch äußerst nützlich werden. Eine Lupe ist hier ebenfalls nochmal dabei. Ihr seht es, das Ganze ergänzt sich sehr mit der Swisscard, beziehungsweise manche Sachen sind doppelt drin. Eventuell hätte ich hier auch das Cyber-Tool nehmen können. Aber ich habe mir gedacht, in einer Notfallsituation brauche ich vielleicht nicht unbedingt diese kleinen Bits, die dabei sind, dann habe ich lieber eine ordentliche Zange dabei, Schere, Säge, sowas halt alles, was man wirklich öfter mal gebrauchen kann. Natürlich ist auch hier Dosenöffner und Flaschenöffner dabei. Auf der Rückseite die Aale, der Korkenzieher, der Minischraubendreher, auch hier ist natürlich Pinzette dabei und der Zahnstocher, der ist jetzt hier nicht dabei. Deswegen das Swiss Champ, ebenso wie das Cyber Tool, meiner Meinung nach eins der gelungensten Victorinox Messer, die es tatsächlich gibt. Nicht ganz so groß wie das Work Champ, aber dafür klein, transportabel und passt wunderbar in diese Box rein. Dann habe ich hier nochmal zusätzlich einen abgeschnittenen Tampon abgeschnitten, weil er dann einfach besser reinpasste. Auch als Zundermaterial, ich lege das mal hier zum Kienspan dazu. Dann habe ich hier noch 2 kleine Magneten, die kann man beispielsweise verwenden, wenn man nachts irgendwo was Kleines verloren hat, sei es eine kleine Schraube beispielsweise, wenn man sich die Brille wieder einstellen wollte, dann ist die Schraube raus, dann kann man die hiermit ruckzuck auffinden. Finde ich auch gut und nimmt halt auch keinen Platz weg. Hier habe ich jetzt eine Olight-Taschenlampe. Man könnte hier auch auf eine kleinere Variante von Taschenlampen setzen, aber mit der bin ich sehr zufrieden. Ist nicht fokussierbar, hat aber 2 Helligkeitsstufen, also etwas dunkler und hell. Das reicht aber für den Notfall auf jeden Fall aus und deswegen habe ich mich dafür entschieden. Das Coole hierbei ist, hier ist nur eine Batterie drin. Eventuell könnte man sich noch eine Ersatzbatterie reinpacken, um auf Nummer sicher zu gehen. Dann ein Signalspiegel. Da ist in der Mitte dieses kleine Loch, das heißt, in die Richtung, wo ihr reflektieren wollt, schaut ihr hier hinten durch, visiert das Ziel dadurch an und dann könnt ihr so Signal geben, dass ihr auch damit auf euch aufmerksam machen könnt. Das funktioniert natürlich bei starkem Sonnenschein wesentlich besser, als wenn es jetzt tief bewölkt ist oder sogar nachts. Aber auch hier habe ich mir gedacht,
Es ist eine Möglichkeit, Signal zu geben und kann durchaus hilfreich sein. Dann Heftzwecken, Büroklammern. Büroklammern kann man sich halt jede Menge draus zusammenbauen, sei es ein kleiner Angelhaken, sei es um irgendwelche Sachen zu verbinden. Ähnlich ist es mit den Heftzwecken. Die sind natürlich äußerst praktisch, wenn zum Beispiel der Reißverschluss an der Jacke kaputt gegangen ist oder an der Hose. Wenn ihr einen Riss in der Hose habt, dann ist das damit schnell fixiert. Ihr braucht nicht umständlich zu nähen. Aber wenn mal was zum Nähen ist, habe ich hier eine Nähnadel dabei, direkt eingefädelt, das Nähgarn einfach darauf aufgerollt, dass es halt wenig Platz wegnimmt. Übrigens, entschuldigt bitte, dass ich überall schwarz bin, aber ich habe vorhin was lackiert und das ging nicht so leicht ab, wie ich gedacht habe. Nun, die Nähnadel, wie gesagt, finde ich auch ziemlich praktisch. Klebeband finde ich übertrieben gut, kann man verwenden, um einen Riss im Zelt abzudichten oder im Tarp, um etwas zu kleben. Und auch hier wieder der legendäre Riss in der Hose könnte man damit notfalls einfach überdecken oder im Rucksack, wenn da was gerissen ist und man weiter transportieren möchte. Klebeband vielseitig wie eh und je. Dann habe ich hier noch dabei mein kleines Mini-Feuerzeug. Das habe ich ja mal ausführlich in einem anderen Video vorgestellt. Und das finde ich so übertrieben genial. Zum einen, weil es mit Flüssigbenzin oder Petroleum etc. gefüllt werden kann. Es ist ein O-Ring drumherum, das heißt, das Zeug verdunstet nicht einfach so. Und ihr habt den Vorteil, ihr habt immer direkt ein Feuer dabei. Und ihr habt es gesehen, ich habe es vorher noch nicht angemacht. Das war jetzt seit Tagen oder seit Wochen in der Vitrine. Ich habe vorhin halt diese Dose zusammengepackt hier. Das dann einfach da reingeschmissen, weil ich mir dachte, das muss auf jeden Fall dabei sein. Und es ist einfach wesentlich einfacher, als wie mit einem Zündstahl zu arbeiten. Denn da habt ihr direkt eine effektive Flamme und gut ist es. Dann habe ich hier außerdem noch so eine kleine, auch ebenfalls wasserdichte Dose drin. Ich packe das jetzt nicht aus, aber da sind Angelhaken drin, Gewichte, Köder und sowas alles. Das habe ich extra hier in so eine Dose reingepackt, weil wenn die Angelhaken immer so hier rumfliegen, dann hat man die beim Rumgrabbeln und Suchen ruckzuck im Finger stecken und das muss ja nicht sein. Dann habe ich noch dabei einen Ohrring, der ist übrig geblieben. Ich weiß gar nicht, wovon der ist. Ist jetzt nicht bewusst eingepackt gewesen, aber auch der ist natürlich nützlich, wenn man irgendwas verbinden möchte. Oder einfach nur, um einen Schlüssel irgendwo dran festzumachen. Oder sei es hier oben, das als Halterung festzumachen, um den Karabiner leichter befestigen zu können. Also auch der O-Ring hat seine Berechtigung. Und dann, wie gesagt, hier das Geld. Einmal gefaltet, ein 10-Euro-Schein. Und das waren, glaube ich, auch nochmal 15 Euro. Also insgesamt 25 Euro. Weil ein bisschen Geld auf der Tasche schadet nie. Ja, und das ist halt das ganze Equipment, was jetzt so dabei ist. Ich finde, es passt irre viel in diese kleine Dose. Wenn man überlegt, wie klein diese Dose ist, was da jetzt alles drin war, beziehungsweise was ich da jetzt alles reingepackt habe. Natürlich könnte man das Ganze auch etwas flexibler gestalten, wenn man zum Beispiel sagt, okay, ich habe die Swisscard dabei, dann brauche ich kein so ein großes Multitool. Ich nehme einfach ein kleineres Taschenmesser mit und so gewinne ich natürlich wieder Platz für andere Sachen. Ähnlich ist es bei der Taschenlampe. Ich hatte euch ja vor kurzem hier diese kleine Dose vorgestellt, wo eine kleine Taschenlampe dabei war, die tatsächlich sogar noch kleiner war als hier das Klebeband. Und dann seht ihr, auch den Raum würdet ihr wieder für Platz gewinnen. Oder, gut, das Knicklicht, da kenne ich jetzt zwar kleinere Varianten, aber da wäre es nicht so sinnvoll, weil hier ist es tatsächlich gut, wenn das groß und auch weit sichtbar ist. Beim Kienspan könnte man auch auf die Hälfte setzen. Was ich einfach sagen möchte ist, ihr habt gesehen, was jetzt schon alles da eingepackt war, aber was man halt zusätzlich noch alles einpacken würde, wenn man das Ganze mit kleineren Sachen ausrüsten würde. So könnte man zum Beispiel, wenn man hier auf ein kleineres Messer setzt, einen kleinen Notriegel reinpacken, also etwas Notnahrung oder sei es ein Schokoriegel. Gut, Schokoriegel würde schmilzen, aber vielleicht ein Müsliriegel, der würde dann hier wunderbar reinpassen. Und so kann man sich das Ganze wunderbar zusammen
stellen, wie man selber möchte. Und das würde ich euch auch immer empfehlen. Bevor ihr hingeht und kauft euch für 50, 60 Euro so eine super Survival Box, wie sie überall angeboten wird, wo aber, ja, es tut mir leid, das sagen zu müssen, meistens ist da leider echt nur Müll drin, denn die Messer sind nach 2 Minuten unscharf oder bricht sogar die Klinge ab. Dann sind da meistens diese Kettensägen drin, die direkt reißen, wenn sie einen Ast schief angucken. Der Feuerstahl, ja gut, der ist meistens zu gebrauchen. Aber wie gesagt, diese fertigen Sets, ich finde die jetzt nicht so überraschend oder so gut. Und wenn man sich das selber so zusammenstellt, dann hat man Sachen dabei, mit denen man sich zum einen auskennt und zum anderen, wo man weiß, dass sie wirklich effektiv sind, wie jetzt zum Beispiel dieses Mini-Feuerzeug. Kostet zwar etwas mehr, ich weiß den Preis jetzt gerade nicht mehr, weil ich das vor einigen Monaten gekauft habe. Ich glaube, es lag bei um die 25 Euro. Ist für ein Feuerzeug natürlich sehr viel Geld, aber dafür habt ihr etwas, auf das wirklich zu 100% Verlass ist. Genauso ist es bei dem Taschenmesser. Da würde ich eher auf ein Victorinox oder vielleicht auch Leatherman setzen, vielleicht ein Gerber. Bei Multitools gibt es ja viele gute, oder auch Vibery oder Bibery, die ich ja echt feiere. Die wären jetzt etwas zu groß für diese Dose. Aber auch hier gibt es so nachgebaute Tools, die kosten dann 10 Euro, 15 Euro, kommen aus dem tiefsten China. Die können gut sein, streite ich gar nicht ab, aber sie können auch der allerletzte Müll sein. Und bevor ihr da irgendwelches Risiko eingeht, kauft euch so eine leere Box. Die hat 6 Euro gekostet. Fand ich für eine leere Dose schon viel, aber mei, 6 Euro kann man noch verkraften. Und stellt euch die Sachen selber so zusammen, wie ihr sie wirklich braucht. Dann seid ihr auf jeden Fall immer besser dran, als wenn ihr irgendwelche fertigen Tools kauft oder fertigen Sets. Weil auch da ist es so, ihr müsst das Ganze trotzdem noch ergänzen. Wenn ihr ein fertiges Set kauft, da sind keine Durchfall- oder Schmerztabletten drin. Das dürften die so gar nicht verkaufen. Da ist auch keine Hühnerbrühe drin oder irgendwelche Notnahrung. Oder vielleicht Notnahrung könnte noch drin sein, aber Hühnerbrühe jetzt in dem Fall nicht. Aber wenn ihr das selber zusammenstellt, ihr könnt es exakt so zusammenpacken, wie ihr möchtet. Auch hier, wenn ihr das Feuerzeug nicht haben wollt, nehmt halt einen Feuerstahl. Wenn ihr sagt, die Watte braucht ihr nicht oder ihr nehmt lieber was anderes mit, dann packt halt was anderes rein, Pflaster etc. So viel zu dieser meiner Meinung nach wirklich absolut gelungenen Box. Das ist so ein Set, was ich mir wirklich zusammenstellen würde, was man auch einfach mal in den Rucksack schmeißen kann. Nicht um jetzt damit 5 Tage im Dschungel zu überleben, aber bei einer Wanderung. Da kann man immer mal in eine blöde Situation kommen und hier sind auf jeden Fall Sachen dabei, die durchaus helfen können und wenn es nur diese einfachen Durchfalltabletten sind. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr viel wandern geht, wenn ihr viel in den Bergen unterwegs seid oder viel in Wäldern oder viel in abgelegenen Gegenden, wenn ihr viel am Campen seid, stellt euch auf jeden Fall so eine Box zusammen. Es muss jetzt nicht unbedingt die Größe sein, es gibt ja wie gesagt verschiedene Größen und packt die Sachen rein, wie ihr meint. Aber wie gesagt, das wäre meiner Meinung nach schon ein wirklich tolles Setup, aber schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr vielleicht noch reinpacken würdet. Beispielsweise anstatt diese Neodym-Schnur, vielleicht einfache Nylon-Schnur, weil die transparent ist und dadurch nicht so gut sichtbar, beispielsweise für den Fallenbau. Und ich bin mir sicher, auch viele andere Sachen könnte man hier entweder austauschen oder aber ergänzen. Deswegen lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich möchte mich da selber natürlich auch weiterbilden. So viel zum heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.